Ziehen sich zurück. Die erste große Schlacht, die wir jetzt haben werden. Also, wir nehmen die rechte Flanke. Wir nehmen noch ein paar Nahkämpfer. Ich habe keine Ahnung, wo die sich aufstellen werden. Wir positionieren uns erstmal hier. 81 Reiter kommen auf uns zu. Okay, die greifen uns von der Seite an. Die sind sehr unorganisiert. Gut, in die Richtung. Uiuiuiui. Okay. Ich guck mal, was wir machen können. Wir sind leicht in der Unterzahl. Wir sind ein kleiner Trupp. Nein. Ja. After me! After me! Jetzt kommt erstmal ein blödes Abtasten. Seid ihr ready? Okay, jetzt findet erstmal eine, wirklich ein Abtasten statt. Während unser Bogenschütze da hinten mutig reinfeuert in die Menge. Ich überlege gerade, wie wir den am meisten wehtun könnten. Mit den Reitern können wir nichts anfangen. Ich überlege, ob wir nicht einfach versuchen, jetzt kurz zu stürmen. Die Bogenschützen... Na komm, we try. Versuchen wir, die mal ein bisschen zu ärgern. Mal gucken, ob sie auf uns zukommen. Okay, die haben eine ziemlich starke Armee sogar. Durchgeärgert. Okay. Kommt hinterher. Oh ja, jetzt kommen die Reiter von denen. Jetzt wird's ein Reiterkampf. Wir müssen weg da. Ich meine, das Problem ist, wir haben nicht vielen Leuten wehgetan. Okay, sie meinen jetzt anzugreifen. Komm. Erstmal nach vorne. Okay, perfekt. Wir werden die Flanken sichern. Also die Flanke hier, unsere Flanke. Okay. Die fallen nicht ein. Jetzt fallen wir ein. Wir nutzen die Unordnung. Wir versuchen die Reiter kaputt zu machen mal. Je mehr Reiter wir bekommen, desto einfacher können es werden. Ah, da habe ich den Falschen erwischt. Oh Gott, es ist ein riesen Durcheinander.
Ich nehme meine Reiter hinter mir her. Damit wir bloß so hart wie möglich reinhauen können. Okay. Entscheidend wird sein, die Reiterei kaputt zu machen. Da kommen auch Kamele auf uns zu. Oh Gott. Eieiei. Okay, wir müssen einmal durch. Könnte nochmal sehr interessant werden. Ah, weg mit dir. Also die Waffe ist schon krass. Sind wir die einzigen, die übrig geblieben sind? Ja, ne? Der hatte keine starken Truppen an Bord, ne? Daran ist es gescheitert wahrscheinlich. Aua. Mal schauen, wie viele wir kriegen. Also, overall sind wir eigentlich gut dabei. Ich würde gerne ein bisschen mehr diesen Druckschaden machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh Gott. Ich bin jetzt nur noch der Einzige. Jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir den Kampf so nehmen sollen. Alter, wir haben 8. Alter, wir haben aber Punkte gemacht. Ich glaube, wir nehmen den so, den Kampf, tatsächlich. Wir haben uns gut geschlagen. Ich will nichts sagen. Also, wir haben 68 Leute kaputt gemacht und gerade wir haben 31. Ja, damit kann man arbeiten. Ich meine, wir hatten nicht die besten. Die haben 711 kaputt und 466 kaputt gemacht. Die hatten die besseren Truppen gehabt, aber wir haben den richtig eingeheizt. Zum Teil. Also, ne, aber auch hier die Punkte, das ist ja abnormal. Schwunggeschwindigkeit. So. Ist das Chance, einen Treffer umzuwerfen? Bewegungsgeschwindigkeit für Infanterie auch einfach mal so. Kampfgeschwindigkeit mit Stangenwaffen. So, wir haben Reiten bekommen. Reittier Malus. Maximale Geschwindigkeit für euer Reittier oder? Das werden wir wahrscheinlich eh nicht. Anfängliche Kampfmoral. Wir werden mal hier einen reinsetzen und boah, was lernen wir denn jetzt? Haben wir auch noch was ordentlich bekommen. Ausstrahlung haben wir sonst nichts mehr. Speer sind wir eher weiter unten. Gönnen wir uns mal den hier, dann bekommen wir auch Laufgeschwindigkeit, zurückwerfen, umwerfen und so weiter. War doch nicht schlecht. Es war nicht gut, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, boah, pff. Man muss jetzt weinen. Nö, kriegst keinen Cent von mir. Wir sind nicht so wichtig. Gerade wenn ihr jetzt hier den Kampf macht. Okay, wo ist das nächste Dorf? Ist da unten? Oh nein. Gut, wir versuchen es. Wir versuchen es. I'm in command. Wir sind alleine. Gegen 5. Ah, es könnte klappen. Wir sind ja jetzt nicht so schlecht.
Ja. Das Ding rasiert. Das Ding haut richtig einen weg. Das hätte ich nicht erwartet. Wie gesagt, wir haben jetzt Holz alles verloren, aber das ist auch nicht so wichtig. Also für mich jetzt gerade. So, wir bekommen... Achso, wir bekommen ja von denen noch die Reiter. Ja, ja. So. Hier will ich gleich mal aussortieren, was ich nicht will. Oh, wir sollten Essen besorgen. Gönnen wir uns das Hartholz gleich mit. Und dann holen wir uns direkt die Wiegler-Rekruten. Ich versuche nämlich so eine Mischung zu machen, aber ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ansonsten werden wir wieder unsere alte Taktik fahren, ne? Paar wenige Reiter, aber dafür ordentlich Leute, die draufknüppeln können. Wäre eigentlich eine super interessante Idee, diese Mischung mal auszuprobieren. Ja, dann holen wir uns noch ein paar normale Truppen, also ein paar Bodentruppen. Boah, da haben wir wieder ordentlich Kohlen. Wir bekommen ordentlich Geld. Das, ja. Einfach Krummsäbel haben wir bekommen, die können da weg. Also wie gesagt, wir haben ordentlich was verloren, ist aber auch okay. Ich ärgere mich nicht darüber. Hartholz nehmen wir mit, natürlich nehmen wir Hartholz mit. Ich nehme die Schlachtrösser mit und bla. Ich werde hier jetzt erstmal ordentlich einkaufen, damit ich meine Leute ein bisschen aufleveln kann. So, ich brauche den da und ich brauche ein paar Nahkämpfer mit einem guten Schild. Ein bisschen Level. Gut, wir brauchen Nahrung, haben wir genug. Wir brauchen die Pferde langsam wieder. A Rebel Faction emerges. Okay, dann gibt es halt nochmal Rebellen. Wie viele zukünftige Reiter habe ich denn? Gut. Brauche ich nicht. Haben wir hier Reiter? Brauche ich. Wobei, die Rekruten könnten wir und die Krieger könnten wir noch zu was Interessantem machen. Rekrut, schwerer Reiter. Dann kommen die Rekruten. Wo sind die denn? Da. Infanterie. Haben wir imperialen Bogenschützen, den können wir wegmachen. Dann haben wir noch die Sturgier. Okay, wir haben viele Rekruten. Ja, wir haben genügend Reiter. Reiter reicht uns. Wir bräuchten Bogenschützen tatsächlich. Zweihändig haben wir bekommen. Schaden gegen Schilde. Gönnung. Bogenschützen bekommen wir in Uttelheim. Es kann sich nur um Stunden handeln. Es ist Friedenszeit, bedeutet, wir können unsere Truppen aufbessern. Nice. Dann haben wir noch mal ein paar Leute dabei, die uns helfen, Schlachten zu finden. Wir brauchen dringend Pferde, Maultiere, whatever. Das wird unser nächster Teil werden. Maultiere, Saumpferde. Ich nehme mal so richtig viele Pferde mit. Und ich nehme richtig viele Sachen von hier mit, damit wir auch mal ein paar Punkte bekommen. Weil wir haben ziemlich schwache Einheiten noch. 7 Verbesserungen. Wir haben EQs. Hier. Wir haben sturkische Rekruten. Okay. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so übel aus. Essen haben wir genug. Das haben wir genug. Eigentlich würde ich die gerne ausbilden, ne? Aber wir haben... Tutelage funktioniert gar nicht, gell? Nee. Wir haben auch niemanden da.
für Tutelage. Wir gehen mal. Wir können jeden ab jetzt quasi mitnehmen. Also anheuern. Die Atmosphäre ist natürlich schön. Römisch-griechische so ein bisschen. Das, dieser Flair, der hat's schon. Ich guck mal, ob ich irgendjemanden da anheuern kann. Das ist zum Beispiel so ein Stadtmensch. Das wäre ein guter Reiter. Was? Ich habe gesagt, lass meine Tochter anspielen. Wenn man nur wüsste. Ah, nee. Ich hoffe, es klappt. Kein Absturz. Ah, okay, gut. Es geht einfach nicht. Oh nein, wir hängen im Gespräch fest. Verdammt, wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Leider. Wieder vor der Schlacht. Ja, ich hätte es gern anders gemacht. Mischt euch erstmal nicht ein, denn die Schlacht wird groß. Ja, tut mir leid. Es ist halt blöd gelaufen. Ich wusste nicht, dass die Mod-Buggy ist. Das heißt, wir machen den Kampf nochmal. Das ist okay. Okay, die ziehen sich direkt wieder zurück. Forward! Cavalry! Make a way! Horses! Get moving! Horse! Follow me! Ah, okay, passt. Also die holen sich natürlich jetzt. Forward! Ich überlege, ob ich meine Truppe nicht von vornherein einfach hier oben platziere und irgendwann ist es ja so, dass die meisten wegsterben. Und wir dann zumindest so die letzte Truppe sind, die hier noch überlebt. Schlecht wäre es eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, also das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber dass wir zumindest selber so einen Rückzugsort haben. Lass noch meine Truppe zu mir kommen. Okay. Ah, da fliegen die Pfeile auf uns zu. Ich werde versuchen, so gut es geht, die Leute dort zu ärgern. Ich werde mal gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen Hochgestatteten bekommen. Mit so einem. Okay. Einen habe ich zumindest jetzt einmal. Okay, komm, raus da. Der war mir. Okay, vielleicht ändert das bisschen was. Wenn die auf einmal auf uns zukommen. Wenn wir einfach nur ihre geliebten Truppen wegknüppeln. Ja, der Kampf läuft anders. Wir hatten beim letzten Mal ein bisschen mehr. Wobei, gar nicht mehr. Doch, Elfen sind tot. Wir haben kaum Reiter noch. Aber dafür tun wir denen mal ordentlich weh. Wie gesagt, meine Reiter sind so gut wie alle weg.